Ich habe jetzt gerade nur eine, die zweite habe ich gestern leer gemacht. Aber Moment mal, das heißt ja Zwillingsmilch und nicht Doppelmilch. So gesehen passt es ja rein theoretisch, oder? Hallo, wie ihr schon gerade unschwer erkennen konntet, wird es so ein Aufbau, wie aggressiv das machen würde. Nur, ach so, ich timestamp euch durchs Video durch, ne? Also ihr müsst einfach nur auf dem Bildschirm drauf, indem ihr die Maus da entlang scrollen, also mit so einer Schwanzmaus, nein, oder mit so einer Funkmaus von mir aus, Infrarot, wie auch immer, mit so einem Ding da zum Anfassen, einfach da drüber, oder einfach mit dem Finger so irgendwo drauf tippen und dann da drauf, und dann taucht da so eine Liste auf, da habe ich euch genau beschrieben, was für ein Teil des Videos in was für eine Sekunde drankommt. Und es kann gut sein, dass sich die Sekunden ein bisschen verschieben, aber ich werde es dann etwas später noch so schnell wie möglich, so schnell wie ich das gerade schaffe, auskurieren, so dass es auf die Sekunde am besten passt. Und wenn nicht, dann seitdem ein bisschen vor eine Sekunde, aber ich schaue das nicht, dass wenn es dann nicht so viel vor der Sekunde ist. Was war noch damit? Genau, gestern habe ich euch ja von Mega, wo ist das andere Ding davon? Ja, das. Und noch was Drittes kommt mit dazu, ne? Moment. Moment. Da ist es. Als ich euch dieses Polybag gezeigt habe, wo ich dachte, da wird gesnottet ohne Ende mit so Snotplates, wovon aber nur eins verbaut ist, komischerweise. Ja, egal, weil ich dachte, es wäre mit diesen Platten da, oder es war so ein Minecraft-Set, wo ich dachte, das müsste sowas sein. Egal. Ich habe auch nicht so drauf geschaut. In diesem Review habe ich euch ja den Motion Pikachu gezeigt und den habe ich ja verschenkt, und gestern habe ich euch ja den gezeigt, weil ich den ja, wo ich euch den Sockel als Bobschnitt 1 bis Bobschnitt 5 aufgebaut gezeigt habe, und ich habe noch mal nachgeschaut. Ach so, am Ende des Videos vom gestern vom Motion Pikachu, da hat schon 2% angezeigt, also tüdelt, und da war so Alarmzeugs, also kein Probealarm, Corona-Zeugs, Kriegsmeldung, bla bla Bomben, sonst wie was, nein, sondern Akku-Notfall, und darum habe ich scheinbar aus Versehen, glaube ich, vielleicht da ausgemacht, ohne dass ich es gemerkt habe. Und dann habe ich ja dem noch ein bisschen weitergeredet, und darum konntet ihr auch gestern den Short von mir nicht verstehen, weil ich das davor aus Versehen ausgemacht habe, weil ich reagiert habe, ohne drüber nachzudenken, was muss ich jetzt tun. Und jetzt habe ich es dir schon gesagt, mit Freunden aufgebauten, mit Freunden zweiten Milch, habe ich den Joke schon gebracht. Ich hoffe sehr, weil ich nehme jetzt schon das dritte Mal oder so diesen Take, diesen Aufbautake auf, keine Ahnung. Bei diesem Video wisst ihr noch, schon ein paar Tage her, das war so vor Weihnachten oder so, einen Tag vor Heiligabend oder 2 Tage davor, oder ich weiß nicht, egal, auf alle Fälle. Als ich den euch aufgebaut gezeigt habe, weil er hat ja schon echt viele Teile, 118 Teile hat er, und natürlich auch kleine Teile, nicht nur die, sondern auch da hinten, was man da besser sehen kann. Und ist es der? Nein, das ist er nicht. Sieht aber so ähnlich aus. Der ist aber weiß und der Twimmel ist ja silber. Darum habe ich mir auch überlegt, ob ich den nicht später aufbaue, wenn ich Gelblicht habe. Habe ich es dir auch schon gesagt? Keine Ahnung. Weil sonst kann man den auf dem Tisch nicht sehen. Aber der ist ja silber und nicht weiß. Zum Glück. Weil ich dachte mal, Twimmel, wenn ja schon so, aber das ist ja kein Weiß, so wie es sich für mich angehört hat. Egal. Und als ich euch den da gezeigt habe, so einen Tag vor Heiligabend, glaube ich, war das, da habe ich, da hab ich den Vergleich gemacht mit dem, nein, mit dem Modrod,
hab ich jetzt beides da reingebracht, ohne Probleme. Und in diesem Video habe ich euch ja noch gesagt, dass es so ein, was? Genau, dass ich, bevor ich das aufgemacht habe, habe ich ja den aufgemacht. Darum, es wäre es noch cool, wenn ich die Tüten aufgemacht hätte, ne, an dieser Stelle, aber, also so ganz nebenbei, ich meine, weiß, gehört mir dazu, ne, aber doch nicht, egal, was soll's, nicht schlimm. Und ich habe euch ja auch gesagt bei diesem Video, dass, ich den schöneren Karton dastehen lassen habe, aber der Karton ist mir so egal. Für mich passt das Ganze so. Es wird ein Aufbauvideo, hoffentlich ein bisschen schnelleres, weil eine Tüte, zweite Tüte, Einleitung. Alles klar, ja, passt so, denke ich mal. Und das Chassis brauche ich ja sofort, ne? Aber da es ja keine Baustellenunterteilung gibt, muss ich ja sowieso alles auspacken. Ist noch eine Tüte in der Tüte? Nein, da ist keine Tüte in der Tüte. Sondern drei Tüten sind da drinnen. Also, dauert jetzt ein bisschen länger, aber das Chassis ist einzeln, komischerweise. Warum auch immer. Ist mir aber auch egal. Geht mich ja nichts an. Die ist leer. Da sind jetzt die silbernen Teile drinnen. Genau bei den. Aber da reden wir gleich drüber. Ich mache jetzt meine Tüten auf. Die kann ich zulassen, glaube ich, erstmal, oder? Ich denke mal. Wobei die Scheibe werde ich auch bald genug gebrauchen. Aber da ist in diese Tüte ist keine Tüte drin. Nur, und ich hoffe sehr, dass es nicht so kleinteilig wird. Ich sehe da jetzt schon sowas. Aber, ach, das ist so ein Rückspiegel, ne? Genau. Ich habe ja gerade nur einen Pin davon gezeigt, womit er aufgespießt wird, er eben, ja. Und, ich habe es gleich geschafft. Moment, eine Sekunde. Aber, ouch, lässt sich gar nicht aufmachen, egal. Los geht's, raus, geh raus, geh raus, geh raus, aber ganz schnell. Ah, noch so ein. Mit so einem Kotflügelteil da dran, irgendwie. So ein bisschen abgerundet, so abgeschrägt halt. Egal. Und noch so ein Formteil, weil es ja ein 10-Euro-Set. Gleich geschafft, gleich alles ausgepackt. Es dauert ein bisschen, weil ich weiß auch nicht. Alles klar, so. Das tue ich jetzt mal da rein. Und jetzt da rein. Und kann man nicht sehen, gut so. Genau, gestern habt ihr auch beim Mosh Pikachu auch die Teile, die übrig geblieben sind, nicht gesehen, weil ich die Kamera, die sich übrigens beim Drehen noch ein bisschen verstellt hat, ohne dass ich die angefasst habe, das kann passieren. Ich habe das Ding immer in der Hülle drinnen und darum
rechte Seite. Jo, darum ist da die Nummer so und. Das ist natürlich auch mal wieder so ein Spaß, ne? Die Anleitung da gerade zu bekommen. Ich versuche immer die Teile drauf zu legen, damit die einfach. Aber die sind ja nämlich schwer genug. Ich versuche die immer ein bisschen gerade zu biegen. Genau beim Bone-Shaker war die Einheitung nicht so rum eingepackt, sondern so rum eingepackt, nicht eingepackt, gefaltet, genau. Ich versuche es gerade ein bisschen gerade zu machen. Das will sich irgendwie nicht so aufhalten lassen, egal. Klar bleiben da mal wieder keine Teile über, weil es ja so ein kleines 10-Euro-Set ist und erst so ab 20 Euro wie dieser Pikachu da, den ich euch ja schon gezeigt habe. Ab diesem Preis erst bleiben Teile über. Wo kommt das Lenkrad dann hin? Scheint egal zu sein, oder? Ich muss kurz vorschauen, wo das Lenkrad hinkommt. Dann, also ist erstmal egal. Ja, passt so. Gedreht wird es hoffentlich nicht, weil es wäre ein bisschen blöd. Wenn wir es gleich, oder ja, also Farbkodierung, da höre ich immer von anderen YouTubern, die irgendwie halt eben so Sachen machen, dass man sich schnell dran gewöhnt. Ich meine, wie kann man sich an so eine Bauhilfe nicht gewöhnen? Also, wie kann man sowas denn überhaupt einfach mal so behaupten? Check ich nicht. Also, da komme ich an meine Grenzen. Und, ja. Das bleibt sonst nicht auf. Ach so, es kommt auf die Jumper Plates, stimmt. Weil ja, ist einfach so. Eine 1x3 kommt links hin. Einmal drei kommt rechts hin. Ist aber. Da ist noch eine 2x3 eine rote. Ja. Ist aber identisch. Also. Vorne kommt blau irgendwie hin. Ich dachte, das wäre durchsichtig blau. Keine Ahnung. Ist halt doch nicht durchsichtig, egal. Habe ich es jetzt richtig rum aufgenommen? Hinten? Ja. Gut, passt. So. Ach, diese blöden Haare da immer. Geh doch mal weg. Ja, das ist so ein Pony da, das ist halt eben so eine ganz blöde Länge. Ist jetzt ein bisschen etwas minimal nur länger und. Komm mir ständig hängt mir ständig in die Augen rein. Das versuche ich gerade irgendwie ein bisschen loszuwerden. Naja. So, ja, bei den 20 Euro Pikachu und bei den Liste 100 Euro Pikachu, wobei der 20 Euro Pikachu kostet ja sowieso noch viel mehr, ich weiß nicht, was, egal. Und bei den beiden auf alle Fälle war hellgrau verbaut, hier ist Silber verbaut. Hot Wheels ist immer Silber und
Pokémon, so wie es ausschaut, ist immer hellgrau. Scheint mir zumindest so und ja, einfach nur so zur Info. Noch mehr rote Platten? Ja, mache ich. Kein Problem. Das kriege ich hin. Das schaffe ich. Das kann ich schon machen, ja, aber dass sie nicht mehr versetzt sind oder sonst was, das ist, verstehe ich einfach nur nicht. Aber mir ist es auch egal. Es hat eben nur so gemauert. Und, es will schwer nicht aufbleiben. Muss ein bisschen mit Gewalt ran. Was überhaupt nicht gut ist, weil es sehr anstrengend und da gehen Sachen von kaputt und. Wo soll ich die drauf? Hä? Ich soll erstmal nur die eine Seite machen. Also erst nur die eine Seite. Alles klar. Ich mache nur die eine Seite erstmal. Also wirklich nur eine Seite ist erstmal nur. Warum auch immer. Ist einfach so abgebildet. Aber dann müsste ich doch noch so ein zweites Ding haben. Oder geht's nur einmal? Nein, da ist die zweite, alles klar. Dann einmal zwei. Blitzen einmal drei kommt dahin. Warum sage ich einmal zwei? Keine Ahnung. Habe ich es richtig gemacht? Nein, falsch. Das gehört so eher in die Mitte. Darum ist es auch mein Lieblingsteiletrainer, weil damit kann man einfach alles machen. Achso, gestern beim Motion Pikachu, da habe ich mich sehr oft verbaut, ne? So, Bauabschnitt 6 bis Bauabschnitt 9, das war einfach nicht so einfach. Und vor allem Bauabschnitt 10, Bauabschnitt 11 war auch nicht so, das. Weil da habe ich halt einfach ein paar Fehler reingemacht. Und, ja. Einfach nur so zur Info. Aber es passiert jedem. Ein zweites Panel müsste es doch da auch geben. Ja, da ist es. Aber das ist gespiegelt. Nein, das ist nicht gespiegelt, meine ich. Genau das wollte ich ja sagen. Egal, wie oft gibt es diese Paneele überhaupt, die 1x3 insgesamt? Ich hoffe dreimal, weil da habe ich nicht die Möglichkeit. Da sind Drucke drauf? Die sehe ich ja gar nicht. Also ich soll das Panel nehmen. Na, da ist doch kein Druck drauf. Hä? Was willst du denn? Ach, da ist ein Druck drauf und da nicht, oder wie? Nochmal. Also, da ist ein Druck auf. Die gibt's einmal ohne Druck und einmal mit Druck auf eine Seite, einmal mit Druck auf die andere Seite. Also das heißt, ich brauche die dreimal. Insgesamt, hä? Alles klar. Das heißt, ich muss noch das dritte davon finden. Es fehlt ja nicht. Das ist. Ich finde es einfach nur nicht. Oder es ist da drin. Wie ist es da drin? Das wäre doof. Hä? Wo ist denn jetzt das dritte Panel? Oder ist es eine andere Farbe? Nein, kann nicht sein. Hä? Alles klar, ich finde das dritte Panel gerade im Moment nicht. Das heißt, es dauert ein bisschen und so. Es geht einfach nicht weiter. Leute, Leute. Ich komme nicht weiter.
Ich würde gerne nochmal schauen, aber das waren doch so einmal drei Platten mit so einem Ding an einer Seite, mit so einer halben plattendicke Fliese. Hä? Ich finde das dritte Panel gar nicht. Und ich habe noch keins von den dreien verbaut. Ich sehe nur einen hellgrauen Stein, einmal drei. Ich meine Silber natürlich und. Die habe ich aber auch da drin nicht übergelassen. Hoffe ich sehr. Also, ich finde jetzt gerade das dritte Panel nicht. Da sind zwei davon bedruckt, aber gespiegelt bedruckt. Also so, dass er dem passt, irgendwie halt. Und eins davon ist überhaupt nicht bedruckt. Jetzt bin ich ein bisschen überfordert. Nochmal. Ich muss nochmal reinschauen. Ich finde es einfach nicht. Oder ist es. Das ist da drin, ernsthaft. Da ist das dritte Panel drinnen, das auch so einen Druck dran hat. Kann man gerade nicht sehen, weil da gerade die. Doch, das kann man gerade sehen. Leute, Leute, das war jetzt doof. Ja, das war jetzt echt nix. Ich dachte, weil ja nur die vier bezogenen Felgen drin sind und der Treifer und so. Also jetzt wirklich nur das Panel erstmal, das reicht total aus. Ist es das, was ich nehmen soll? 96 da. Hä? Die sind doch identisch. Die sind identisch. Weil wenn ich weiterblätter. Hä? Die sind doch nicht identisch. Also die 96 soll mehr nach links zeigen. Hä, das tun noch beide. Beide 96 Drucke zeigen in die gleiche Richtung. Ich check das überhaupt nicht, ne? Also. Weil, hä? Kein Plan. Wie soll das überhaupt sein? Hä? Also, jetzt bin ich gerade echt verwirrt. Also. Alle drei Paneele haben Angstpunkt in die eine Richtung in der gleichen Anordnung, aber rein theoretisch könnte es auch echt egal sein, was wir an sich nehmen, weil das, die sind ja alle, die sind ja beide identisch. Ich nehme, glaube ich, mal das, was es noch mehr in die Richtung hat, einfach nur um sicher zu gehen, weil es. Hä? Das ist ja ein Quatsch. Das macht überhaupt keinen Sinn so. Ich bin mir ist egal, ne, aber so kann ich ja eben nicht arbeiten. Hä, was ist jetzt los? Was habe ich denn da falsch gemacht? 1, 2, 3, ja, da kommt es hin und dann kommt es 1, 2, 3 dahin. Da drauf kommen zwei so Dinger da, die. Müssten rein theoretisch einen Lustpunkt an der Seite haben, ja genau, haben die auch und ich mach's einfach so. Jetzt will ich am liebsten einfach nur weiterkommen. Dann mache ich einen Lustpunkt am besten nach vorne, damit er weggebaut werden kann. Hinten kommt jetzt so ein silberner, zweimal, ich meine einmal drei Stein und. Wo genau da, wo es passt. Und
Vorne kommt der silberne 2x3 Stein. Ist mir so eine Platte verrutscht und es macht nichts, einfach wieder zurechtdrehen und gut ist. Da der silberne 2x3 Stein kommt auf die silberne 2x3 Platte drauf und davor kommt ein blauer 1x3 Stein. Jo, so irgendwie halt. Da habe ich ja keine Möglichkeit, also einfach rein damit. Und zwar nur das eine Teil. Komisch. Jetzt dieser Druck kommt dann da drauf und zwei so 1x1 Platten, ne? So war es gerade eben, also mache ich es jetzt auch so. Warum soll es jetzt auf einmal anders sein? Moment mal, wenn ich da die eine Platte doch andersrum verbaue, so. 1 gehen beide mit ab, die wollen voneinander nicht loslassen. Das heißt, ich muss jetzt verdrehen. Ach, die haben so eine hohe Klemmkraft, die lassen sich nicht mal richtig verdrehen, ey. Das ist Wahnsinn. Oh, haben die eine höllische Klemmkraft, das ist. Aber. Es geht einfach nicht. Aua. Ey, das tut weh, das tut weh. Das tut jetzt so richtig weh. Ich versuche es mir irgendwie aufzunoppen und. So, jetzt. Aua, das hat jetzt wehgetan, ey. Das war jetzt eine Höllenklemmkraft, die ich. So, in so ein Ausmaß noch gar nicht gekannt habe, aber egal, passt doch. Ich verbaue Angriffspunkt mal nach innen, das ist glaube ich besser so, denke ich mal, als nach vorne. Eigentlich ist es egal, das weiß ich auch, aber. Ich weiß auch nicht. Das verstehe ich jetzt aber auch so nicht, weil der Druck einfach in die falsche Richtung sitzt. Ist also zweimal das gleiche Teil. Gleiche Farbe. Nein, Moment. Jetzt muss ich gerade schauen. Ach, das ist mit dieser Stufe da oben. Das gehört nach vorne, alles klar. Auf das Blaue drauf, oder? Ja, auf das da so drauf irgendwie halt, ja, und. Eine blaue 1x3 Platte und. Ja. So, ach, einfach so, ja, und. Ja, passt. Die blaue 1x2 kommt nach rechts hin. Keine Ahnung warum, ist einfach so. Die rote 1x2, ganz normale, kommt rechts hinten hin. Hoppala, die blaue 1x2 habe ich jetzt falsch gesetzt. Die gehört eigentlich in die Mitte. Das wird bestimmt einen Sinn haben. Ich gehe mal sehr davon aus. Die rote 1x2 kommt
So rum dahin. Und jetzt will die Anleitung schon wieder nicht so bleiben. Das hört aber auch einfach nicht damit auf. Das ist einfach unglaublich. So, jetzt erstmal die Kotflügel, oder? Ja, einem so und dann einfach drauf und dann passt es. So, dass die Stufe nach unten. Also bei diesem Ding da ist die Stufe oben, bei und unten keine, bei denen oben keine Stufe, aber dafür unten. Also so von den Nockenaufnahmen. Erstmal, jo. Bevor ich das drauf mache, erstmal die Seitenspiegel dran, weil ich bin ja nicht blöd, ich will es hier schon gescheit machen. Wo kommen die dann hin? So ganz an die Paneele dran. Weil sonst habe ich hier keinen Anschlag und ohne Anschlag zu bauen ist einfach sehr unbelegt, sehr undurchdacht. Das ist einfach nie gut, sowas. Rechtwinklige Platten hinten einfach da rein, wo es reinpasst und dann passt das Ganze. Das finde ich ist eine geile Idee. Einfach da, wo es passt und gut ist. Super. Ah, da bist du nicht gerade genug reingesetzt, oder? Versuchst du noch mal ein bisschen ordentlicher zu machen, oder das Panel ist nicht richtig. Irgendwas stimmt da gerade nicht. Nichts Schlimmes, aber. Ach, das. Moment. Das will sich gerade irgendwie nicht so verbauen lassen. Doch, jetzt passt es. Irgendwas habe ich gerade falsch gemacht, egal. Jetzt die Schräg. Invertierten Schrägsteine, Slopes, keine Ahnung, so heißt es angeblich. Egal. Noch ein zweiter, da ist er. Und jetzt die Kotflügel noch dran. Easy peasy. Leute, ich sag's euch immer und immer wieder, ne? Die Bauanleitungen von Mega sind die einfachsten auf dieser ganzen Welt. Es gibt keine Bauanleitung, die einfacher ist als die von Mega. Und wenn ich sowas, wenn ich so Erfahrungen mache und ich sehe, wie Leute auf YouTube sagen, ja, die Bauanleitung von Mega ist gewöhnungsbedürftig wegen der Farbkodierung, dann verstehe ich einfach die Menschen nicht mehr. Weil, wie kann man sich daran nicht gewöhnen? Weil es einfach eine Bauhilfe ist. Und eine Bauhilfe ist doch nicht gewöhnungsbedürftig. Das ist doch gut. Und darum verstehe ich das, die Diskussion darüber auch überhaupt nicht. Weil anstelle von es einfach positiv lobend hervorzuheben, kritisieren die das einfach mal so. Abstrafend irgendwie, das finde ich überhaupt nicht schön. Aber ja, kranke Welt. Lieber kompliziert mit Suchbildern und so Zeug als mit Bauhilfen, wo man einfach das richtig sofort finden können muss. Wie kann man was suchen wollen? Wie kann man
Herausforderungen haben wollen. Ich meine nicht in Sachen Komplexität, sondern in Sachen Lesbarkeit, also dass man es auch verstehen kann. Wie kann man sowas schwierig haben wollen? Ich verstehe den Sinn dahinter einfach nur nicht. Oder was daran so toll sein soll. Ich würde es dir gern verstehen, aber dazu fehlt es mir einfach ein Verständnis. Und jetzt das Panel ohne Druck da dran. Davor kommen aber noch die Lichter dran, ne? Ja, die mache ich am besten jetzt schon dran. Komm da oben, nein, unten natürlich hin, klar, unten. Ach, die haben ein Loch durch die Noppe durch. Cool. Ich würde mir sagen, jetzt ist mal Zeit, Licht anzumachen. Ich habe mich umentschieden, weil die Kamera hat noch so gut Licht, dann kann ich in die Kamera sehen, was ich da mache. Aber ich selber hier kann nicht so gut sehen. Die Stats haben ein Loch durch die Noppe durch. Das habe ich euch jetzt nicht einzeln gezeigt, weil ich nicht rechtzeitig dran gedacht habe. Glaubt es mir einfach. Jetzt ist Panel. Und ohne Druck. Und jetzt diese zwei Dinger da. Die haben mir schon so eine, das ist schon echt coole Bautechnik, finde ich. Aber, ist die Platte nicht. Oh, diese Klemmkraft, ne? Die ist ja echt höllisch. Da muss man sich echt was abdrücken. Das ist unglaublich. Jetzt. Oh, das ist so schwer, das da drauf zu noppen, weil die Klemmkraft einfach so höllisch ist. Also, das passt schon, aber es ist halt eben die Klemmkraft, die einfach zu stark ist. Es nervt mich gerade die Haare ein bisschen. Naja, egal, was soll's. Perfekt. Wobei, rein theoretisch. Könnte ich da die Angriffspunkte auch so verstecken, indem ich die nach außen verbaue? Ich muss es mal ausprobieren. Das geht. Nein, geht nicht. War keine gute Idee. Ich hätte es nicht ausprobieren sollen, damit ich es nicht erst gelernt hätte dadurch. Oder so, keine Ahnung, wie auch immer. Weiter. Nix drauf gebaut, alles klar. Jetzt da vorne dran setzen. Ich will es mit den oberen Noppenaufnahmen machen, oder? Ja, ich denke mal, obere Reihe dran. Und eine durchsichtig blaue 2x3 Platte. Sind wir hier bei Pikachu's Beach Bay oder was ist los hier? Wir bauen hier doch nicht Pikachu's Beach Bay, oder? Einmal zwei Fliese. Noch vorne irgendwie. So in der Mitte von dieser durchsichtig hellblauen 1x2. 2x3 Platte, Entschuldigung. Und jetzt kommt so ein ganz lustiges Ding. Das sieht von oben so aus. Noppenaufnahmen sind so. Ha, da geht was, ne? Ein sehr flexibles Bauteil. Das finde ich krass.
Nein, ich soll. Ach so, ich soll erstmal die abgeschrägten Flügel, die abgeschrägten einmal zwei Slopes, die Lego auch haben, da dran machen. Also mit den abgeschrägten Enden da dran. Und dann soll ich das damit so da drauf noppen auf die Jumper Plate, die auf die andere Seite. Also, damit wird aber halt werden aber die beiden Jumper Plates miteinander verbunden, ne? Also so irgendwie. Eine 1x3 Fliese, genau, die habe ich ganz vergessen. Wo kommt die hin? Da direkt, alles klar. Oh, so rum am besten, ja. Und jetzt, wo kommen die Dinger hin? Da. Warum auch immer. Sind die Rückspiegel? Ist der andere? Passt. Und durchsichtig hellblaue, die kennen wir auch von Pikachu's Beach Bay. Jetzt wird es in der Kamera ein bisschen dunkler, aber bei mir wird es aber irgendwie ein bisschen heller. Oder ich habe mich dran gewöhnt, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was da los ist. Vielleicht sollte ich mal. Ich kann es einfach so. Heller machen, aber es macht keinen Unterschied, ne? Null. Wo kommen die hin? Da. Ach, diese Dinger da, die kennen wir ja auch, ne? Jetzt mal die eine Richtung davon, die andere Richtung tue ich jetzt da gleich auch drauf und so sieht es ganz aus, wenn es denn verbaut ist. Moment, ich mache jetzt wirklich mal Licht an, weil sonst kann man gar nichts mehr sehen. Alles klar, jetzt wieder alles gut, ne? Ist ein bisschen neblig da oben, ne? Aber es geht, oder? Also, das haben wir jetzt gerade gemacht. Ich krieg's jetzt aber gerade nicht mehr ab, aber ich will es doch nicht mehr abmachen. Es passt. Die Angriffspunkte sind nach außen, es geht nicht anders, ist in Ordnung so. Und jetzt die andere 2x5 Platte. Die Dinger in Silber brauche ich öfters, weil die einfach besser aussehen als in Gold, wie bei diesem Hot Wheels Set für 50 Euro rum. Und jetzt durchsichtig rote. Wohl, ich hab die doch gar nicht. Oder sind es die? Gemeint sind, nein, nicht. Ach, da sind die. Durchsichtig rote 1x1 Grabstein-Fliesenplatten. Die kennen wir ja auch von diesem Batmobil. Das kann man da. Nein, da oben ist es. Dieses Batmobil, da sind die auch hinten verbaut. Ich dachte, die wären da unten, aber die sind die da oben. Egal, was soll's. Was raschelt da eigentlich so? Und warum steht mein Stuhl so schief? Keine Ahnung. Egal. Ich wollte heute eigentlich gar nicht so lange brauchen, aber dadurch, dass ich einen Teil eben nicht gefunden habe, ist er eben etwas doof, ne? Aber ja, egal, was soll's. Ist er einfach so. Muss man mit leben.
1, 2, nichts hat sich geändert. Toll. Meins hätte ich jetzt gebraucht. Ich mache jetzt erstmal lieber hinten dran. Moment, die Platten, die werden gar nicht verkleidet. Doch. Aber bevor ich das da reinmache, ich mache erst mein Heckflügel, das ist so ein Formteil da dran. Das ist ein Teil, ein Formteil, ich weiß nicht warum, aber ist einfach so. Kommt sonst noch was da rein? Nein, gar nicht. Egal, schade. Vielleicht war es doch gut, erst. Oder vielleicht wäre es doch besser, erst das hintere Teil da dran zu machen. Das soll dann vorne irgendwie abschließen. Hinten gar nicht. Und wie weit soll es? Ach so. Dieses Zeug da, diese Stäbe da, die sollen halt eben, die C-Säule soll ein bisschen über die gedruckten Paneele drüber gehen. Und ja, jetzt der Flügel hinten dran. So passt besser jetzt, oder? Ja. Bevor ich das vordere Ding dran mache, darf ich auch noch irgendwann die. Ach, ich mache erstmal die schrägen Platten da dran, damit ich die auch noch weg verbaut habe. Ist jetzt die falsche Reihenfolge, aber ist mir egal. Die Rückspiegel mache ich jetzt auch schon dran, auch wenn die noch nicht drankommen. Ich habe einfach keinen Bock zu warten. Ich will jetzt ein bisschen vorwärts kommen und ständig abwarten, was jetzt drankommt, das, wenn ich doch schon weiß, was da dran kommt, dann kann ich es doch jetzt schon machen. Muss es doch nicht so streng nach Anleitungen gehen, oder? Hoppala, so. Und die roten Sachen, die werden einfach gar nicht. Egal. Oder kommt später erst dran. Ich weiß auch nicht. Auf alle Fälle das Dach bauen wir jetzt mal zusammen. Das ist so ein Teil, so ein 1x2 Barren in 2 Drittel Höhe oder Dicke oder was auch immer. Also am einen Ende ist es gerade, am anderen Ende ist es vielleicht so ein. Ich weiß auch nicht. Aber das gerade Ende soll nach vorne. Ist es überhaupt so abgebildet? Ja. Oder? Ja. Ja, das gerade Ende soll nach vorne. Das ist so. Richtig, ja. Jetzt erstmal ich die Scheibe dran. Ich krieg die Tüte fast gar nicht auf, egal, was soll's, passt. Jetzt das da dran. Also irgendwie erinnert mich auch an das Rallye-Cat, ne? Den Fahrer setze ich jetzt mal da rein, weil dann ist er nicht mehr im Weg. Und dann macht er, dann nimmt auch keinen Platz mehr weg, weil er dann aufgeräumt ist. Und ich habe mir jetzt falsch reingenobbt, aber ist mir auch so egal jetzt. Jetzt ist es sowieso zu spät und. Wobei, ich habe mir gar nicht zu spät reingenoppt, nur ist es halt eben schwer, den da reinzunoppen. Ach, das ist mir jetzt egal, ich lasse ihn da rumwackeln. Ist mir egal jetzt. Und jetzt mache ich das Dach drauf und. Was habe ich gemacht? Die Räder noch. Die Spiegel. Viermal die identischen, alles klar. Oh, aufpassen, nicht falsch rum.
Rollen alle gut, weil ich glaube, wenn ich es falsch rum dran stecke, dann, aber das haben wir, glaube ich, schon mal. Soweit erstmal und jetzt erst kommen die roten Sachen da dran. Ich zeige euch jetzt erstmal, was ich damit meine. Das meine ich mit den roten Sachen. Die kommen jetzt erst da dran. Und unter diesen schrägen Dingern da ist nichts. So. Weiter. Fertig. Eine Sekunde aufräumen. Ach, Moment. Mega. Wie heißt denn das Ding? Boah, wo steht denn das eigentlich? Ey, Leute. GVM32. 106 Teile. Ab 5 Jahren Wonderbuilder, keine Ahnung. Tut mir leid. Ich versuch's noch mal auswendig zu lernen. Bis zur nächsten Minute. Mega! GVM32, 106 Teile aus Wonderbell Series, was auch immer es heißen soll, ab 5 Jahren. Jetzt schauen wir uns doch mal das davor an. Wir haben eine Menge damit rumzuspielen, weil hatte der mehr oder weniger Teile 118, 106. Also es ist ein deutlicher Teilunterschied und der war gar nicht mal so kleinteilig. Darum habe ich den noch hier aufgebaut. Und ja. Das war Minute 152, ich nenne 52 Minute war das ja irgendwie so. Und natürlich jetzt nicht mehr, egal was soll's. Schaust man später an. Erstmal zum direkten Vergleich. Ich finde, dass man den, ich stelle es mal dahin, dass das gerade so schön blau passt am besten. Die kann man doch wunderbar miteinander. Ich mache da erstmal kurz die Achse ab. Sieht irgendwie aus wie so ein Zug in Zukunft Auto, oder? So ein bisschen mit dieser durchsichtig hellblaue 2x3 Platte. Und den. Das sind. Die haben ein Loch durch die Noppe durch, die Stats, ja, gibt's halt eben, ja. Keine besonders neuartigen Teile, also vielleicht bis auf das da und das, aber sonst der Rest. Standard, mega typisch. Nur sind die Drucke von den beiden Paneelen identisch. Also da gibt es eigentlich so gut wie keinen Unterschied bei mir. Ich weiß nicht warum. Ist einfach so. Und ich finde, dass man die von der Farbe gesehen super auch miteinander kombinieren kann. Hoffentlich rollen die noch gut genug. Ja, passt. Ich mache das mal kurz weg. Nicht erschrecken, alles gut. Ach, das. Ach du. Oh. Aha. Hui, ah. Oh, da mache ich jetzt blöde Sachen. Da mache ich jetzt blöde Sachen mit. Oh.
Aber es ist noch alles gut gegangen. Alles gut gegangen, zum Glück, ey. Ich hab's gleich. Es ist halt nun mal nicht so einfach. Vor allem, mir fällt gerade auf, wenn ich das. Ich kann es entweder eins nach vorne oder eins nach hinten versetzen, weil das Auto einfach. Also das Chassis hat halt eben so eine Länge. Ne, ich versetze lieber nach hinten eins, oder? Aber so passt es gar nicht. Also besser eins nach vorne. Ist besser so, auch wenn es jetzt nicht so gut aussieht. Egal. Es passt halt eben am besten so. Ich versuche es gerade da zu befestigen. Also da aufzunehmen. Also ich drücke gerade. Jetzt habe ich es endlich geschafft. Ist es nicht auch was? Und vor allem. Wir machen hier einen zweiten Ad, wir haben jetzt einen zweiten Weihnachtsfeiertag. Das heißt, wir müssen ja glücklich sein und mit den Sachen klarkommen. Oh, da fehlt was, genau, ey. Da müsste ich. Ach, da klappt es halt eben mal nicht. Das ist doch nicht so schlimm. Egal, was soll's, passt. Ich habe die beiden Modelle mal aufeinander gesteckt, damit es einfach besser zusammenpasst, weil das geht wunderbar. Ich zeige euch gleich, wie ich es gemacht habe. Ich muss doch kurz was umbauen. Ich meine, was um nicht bauen. Wie heißt denn das? Ich baue es gleich um, aber das ist was anderes jetzt hier. Ich muss gerade was vorbereiten. Die Anleitung brauche ich jetzt gerade mal nicht. Moment, Moment. Da ist es. Ha. Super. Es ist ja geil. Das heißt, so eine Laufrichtung am besten, ja, und. Falsche Ausrichtung, so rum gehört es. Jo. Erstmal soweit. Moment. Eine Sache noch. Da genau. Wenn ich es jetzt noch schaffe. Na, es wird nichts. Es wird einfach nichts. Ah. Nein, es wird einfach nichts. Lecker. Das schmeckt gut. Hoppala, das kommt ja gar nicht rein. Krieg ich schon wieder Hunger, ey. Blödsinn. War nur Spaß. Wisst ihr, ne? Und jetzt zieht euch mal rein, wie gut die Farben zusammenpassen. Ja, ist halt eben hellblau, aber es geht doch, oder nicht? Das kann man doch machen. Das ist so Wasserfarben halt eben. Die beiden habe ich jetzt so aufeinander gesteckt, indem ich einfach das Chassis vom Modrod auf das Dach vom Bonechecker drauf gemacht habe. Und das habe ich so gemacht. Das Dach vom Bonechecker musste ich ein bisschen zerlegen. Ich zeige euch jetzt mal genau, wie ich das zerlegt habe. Ach so, genau, ich krieg's ja gar nicht mehr davon runtergenommen. Versuchst du mit so einem Teiletrenner. Das ist jetzt ein bisschen sehr mutig. Schafft man aber.
Mit ein bisschen Gefühl geht es, wenn man es schön langsam macht. Oh, genau die Anna-1-Platten, die habe ich natürlich da jetzt mit runtergerissen. Versuche die gerade genauso wieder drauf zu machen, wie ich die auch runtergemacht habe jetzt. Genau so war das. Oh, bleibt da, bleibt da, bleibt da, bleibt da, bleibt da. Soweit habe ich das Dach vom Bone Shaker ein bisschen zerlegt und ich habe einfach nur die Fliese da vorne runtergenommen. Mit diesem Ding da dran und das kommt jetzt da wieder drauf. Und hinten habe ich noch die 1x3-Platte da hinten dran gemacht. Ich muss einfach nur kurz Dach abmachen, um da reinzukommen und dann das sofort wieder dran machen und dann ist das Loch auch gestopft und jetzt habe ich den Bone Shaker wieder ganz und den Street Jodder natürlich auch. Nein, Mod Jod heißt der. Der Street Jodder ist ja da oben immer noch eingepackt, den packe ich aber nicht aus. Jetzt nehme ich den Bone Shaker. Davon die Achsen runter. Die hellgraue, ich meine in diesem Fall silberne 2x3-Platte, die soll am besten auch mit runter. Weil hinten ist der Bornstecker ein bisschen aufgebockt, ne? Also ist jetzt die richtige Richtung so? Ja, passt. Oh, ich muss gerade ein bisschen aufpassen, dass mein Finger jetzt nicht schon wieder aufgeht. Bestens so nach hinten, oder? Ich werde es nach hinten machen ein bisschen, weil ich glaube, es wäre besser so. Weil da schließt er den sauberer ab. Aber der Bornsticker ist eigentlich ein bisschen weiter nach vorne, ne? Und nicht so. Ich meine, weiter nach. Ja, doch weiter nach vorne und nicht so weit nach hinten wie hier jetzt. Also wäre es besser, wenn ich den doch wieder abmache und eins nach vorne versetze. Damit er mehr nach was aussieht. Damit er ein bisschen hübscher ist. So ein bisschen. Wir müssen jetzt nur berücksichtigen hierbei, dass die Felgen nicht rot sind, sondern mega orange. Und das ist auch alles. Aber sonst geht es doch klar oder nicht? Bone Shaker, das heißt, ich hätte rein theoretisch diesen da hier schon, aber nicht ganz. Aber immerhin zwei Hot Rods. Aber sowas kann ich jetzt, wenn die Farbe nicht ganz passt, ist doch in Ordnung. Das ist doch nicht schlimm. Das kann man doch, kann man auch gut drüber wegsehen. Das kann man doch gut verschmerzen, ein bisschen da so. Es geht doch gut klar. Ich meine, hallo, wir haben heute doch den zweiten Weihnachtsfeiertag, nicht Advent, zweiter Weihnachtsfeiertag, ja genauso. Und da muss man sich doch ein bisschen Spaß machen können, oder nicht? Und so ist der gebaut. Geht's doch nicht ganz genau da. Das ist doch ein bisschen Spaltmaß über, aber egal, was soll's. Fast. Ist nicht schlimm, einfach nur so zur Info. Und irgendwie erinnert der mich auch ein bisschen an das Rally Cat. Ich kann jetzt holen. Mache ich jetzt aber nicht, weil es mir zu aufwendig ist.
versuche mein Rallycat komplett zu finden. Da irgendwo ist er. Drauf. Rallycat. Jetzt ist er gerade nicht zu finden. Ist nicht schlimm. Ich hole ihn kurz eine Sekunde. Rallycat. Sieht doch ein bisschen so aus wie das da, oder nicht? So ein bisschen. Nicht sehr arg, aber schon. Da kann man doch ein bisschen was. Also ganz, ganz wenig. Nicht viel, nur wenig. Auch wenn es jetzt nicht so krass verglast ist wie der. Wie heißt der noch mal? Ihr wisst, wie er heißt. Ist mir jetzt auch egal. Also nicht Night Shifter. Ach, wie heißt denn der noch mal? Wie auch immer der nochmal heißt. Ist doch egal. Ich bin nicht so in dieser Hot Wheels Serie drinnen. Ich will einfach nur Spaß haben und den habe ich jetzt. Zweiter Weihnachtsfeiertag. Ich habe meinen Spaß, ich habe meinen Umbau. Ich kann spielen ohne Ende, ich kann mich austoben. Geil, passt alles. Passt doch alles, wollte ich sagen, genau. Ey, super, da geht doch was. Ernsthaft, also. Es ist doch Spielspaß ohne Ende. Also, geil. Ich kann mich austoben. Mega. Die nächsten 3 Tage gibt es wieder Food Content. Dann gibt es wieder Silvester. Das zeige ich euch ein Set, was ich schon längst zusammengebaut habe. Wisst ihr aber schon längst. Was ich euch aber noch nie gezeigt habe, wisst ihr jetzt auch schon. Das seht ihr dann Silvester zum ersten Mal. Sonntag weiß ich noch nicht, was ich im neuen Jahr mache. Entweder wir quatschen ein bisschen über die Welt oder. Ich mach gar nichts. Schau mal. Bis dann erstmal. Ich mache jetzt die beiden Videos zusammen. Lade es ganz hoch. Und. Ja. Ciao, bis morgen. Machen wir wieder 3 Tage mit Food Content weiter. Weil Twin Mail ist ja schon so eine Anspielung auf das, was übermorgen kommt. Bis dann. Seht ihr dann.